Der tapfere Ritter Roland war einst in der Schlacht gegen die Sarazenen in den Pyrenäen gefallen. Seine drei Schildknappen begriffen sehr schnell, dass die Schlacht nun entschieden sei und dass es wohl das Beste wäre, sich aus dem Staube zu machen, denn sie wollten ihr Leben retten und nicht dem Feinde in die Arme fallen. So nahmen sie denn ihre Beine unter den Arm und liefen, als sei der Teufel hinter ihnen her. Von Durst und Sonnenbrand ermattet, lagerten sie sich schließlich unter eine schattige Eiche. Nachdem sie ein wenig zu Atem gekommen waren, sprach Andiol, welcher einst Rolands Schwert getragen hatte: Was rat's, Brüder? Wie gelangen wir nach Hause, ohne dem Feind in die Hände zu fallen? Und welche Straße sollen wir ziehen? Lasst uns einen Versuch machen, durch dieses wilde Gebirge zu dringen. Dahinter werden wir bestimmt den Weg in die Heimat finden. Amarin, welcher Rolands Schild getragen hatte, aber erwiderte: Dein Vorschlag wäre gut, Kumpan, wenn du uns Adlerflügel gäbest, uns damit über die schroffen Felsen zu schwingen. Lasst uns zuvor eine Quelle suchen, um unseren Durst zu löschen und die Kürbisflaschen zu füllen. Und hernach wollen wir ein Reh erlegen, dass wir was zu zehren haben. Der dritte der Knappen, Saron mit Namen, dessen Aufgabe es gewesen war, sich um die goldenen Sporen seines Herrn Roland zu kümmern, war indessen weitsichtiger. Ihm schwante Unheil. Ihr zwei Übergescheiten, ihr denkt nur an Essen und Trinken und wie ihr auf kürzestem Wege wieder nach Hause kommt. Was sollen wir dem Kaiser sagen, wenn er uns fragt, wo sein Neffe Roland geblieben sei? Nun, wir werden ihm erzählen, dass Ritter Roland in der Schlacht gefallen sei. Oh, welch kluger Einfall. Und wenn er dich nun nach seinem Schwerte fragt, knappe Anjol, was willst du antworten? Ich... Und dich, Amarin, der du Rolands Schild getragen hast, wird er nach eben diesem Schilde fragen. Was willst du ihm antworten? Du hast recht, Saron. Wir können nicht nach Hause zurück ohne das Schwert, das Schild und ohne die Sporen. Der Kaiser würde uns böse bestrafen. Da saßen nun die drei Helden und beratschlagten hin und her. Darüber brach die Nacht herein, eine grauenvolle, finstere Nacht, in der kein Sternlein funkelte und der Mond sich hinter dicken Wolken verbarg. In der weiten Einöde war Totenstille ringsumher, die nur durch das Krächzen irgendeines Nachtvogels unterbrochen wurde. Sie krochen ängstlich zusammen und versuchten, unter der Eiche ein bescheidenes Nachtlager einzurichten, als Andiol plötzlich aufmerkte. Hey, Freunde, seht doch mal, was ist das für ein Lichtlein? Ein Lichtlein? Wo? Dort hinter dem Gebüsch, nahe dem Felsen. Ja, jetzt sehe ich es auch. Das kann kein Irrlicht sein, denn es ist stetig und beharrt auf seinem Platz. Kommt, Freunde, das müssen wir untersuchen. Vielleicht kann es uns von Gewinn sein. Sie verließen ihr Quartier unter der Eiche und nachdem sie manche Schwierigkeit überwunden hatten, gelangten sie an einen freien Platz vor einer aufrecht stehenden Felsenwand, wo sie zu ihrer großen Freude einen Kochtopf auf dem Dreifuß über dem Feuer fanden. Die auflodernde Flamme ließ sie den Eingang einer Höhle erblicken, welche durch eine feste Tür verschlossen und von Efeu umrankt war. Andiol ging hinzu und pochte an. Hallo, wohnt hier jemand? Wer klopft? Wer klopft an meinem Haus? Gutes Weib, tu uns auf die Tür zu eurer Grotte. Drei irrende Wanderer harren hier an der Schwelle und verschmachten vor Durst und Hunger. Geduld, damit ich vorerst das Haus in Ordnung bringe und es zum Empfang der Gäste zubereite. Die drei Freunde schickten sich an zu warten, aber es ging schon geraume Zeit hinweg, so dass sich Amarin entschloss, noch einmal zu klopfen. Hört, gute Frau, ihr lasst uns gar zu lange warten. Seid ihr noch nicht fertig? Gemach! Lasst mir doch Zeit! Schüret indessen draußen das Feuer an, dass der Topf wohl siede und nascht mir nichts von der Brühe! Die drei Knappen taten, was man ihnen befohlen. Aber es verging wieder geraume Zeit, bis sie es vor Ungeduld nicht aushielten. Saron trat schließlich an die Tür und pochte nochmals an. Nun wird es uns aber bald zu bunt.
Drei geschlagene Stunden warten wir nun schon vor eurer Tür und ihr lasst euch nicht sehen. Haltet ihr uns für Könige, dass ihr so erpicht seid auf einen gründlichen Hausputz? Nur noch eine Minute, dann bin ich fertig. Endlich war es soweit. Mit einem knarrenden Geräusch öffnete ein dürres, steinaltes Mütterchen die Tür. Die drei Knappen schauderten unter dieser Hässlichkeit zusammen, aber der Hunger war stärker als ihre Angst, denn als sie den reich gedeckten Tisch sahen, stürzten sie sofort darauf zu und ließen es sich wohl schmecken. Als sie sich gestärkt hatten, fragte Andiol: Habt vielen Dank, gute Frau. Das Essen war reichlich und gut. Aber sagt uns an, habt ihr auch ein Nachtlager für uns? Wir sind den ganzen Tag unterwegs gewesen und nun reichlich müde. Ein Nachtlager? Ist es nicht sehr unbescheiden und undankbar von euch, nach einem so guten Essen auch noch ein Bett zu verlangen, anstatt mich zu fragen, wie ihr mir das Essen lohnen könnt? Denkt nicht zu schlecht von uns, Mütterchen. Aber wir haben nichts, was wir euch anbieten könnten. Wir haben alles verloren und in unserem Säckel befindet sich nicht einmal ein Kupferpfennig. Gut, so will ich euch ansagen, was ich für dies gute Essen erwarte. So sprecht. Vor wenig Tagen ist meine Katze mir entlaufen. Meine Knochen sind alt, meine Beine müd. Ich kann nicht nach ihr suchen. Geht also hinaus in die Nacht und sucht nach dem Vieh. Habt ihr's gefunden, will ich euch reichlich belohnen. Die drei Knappen waren einverstanden. Die Katze würden sie schnell finden, davon waren sie überzeugt. Und wer weiß, welcher Lohn sie dann noch erwarten würde. Aber so leicht, wie sie sich die Suche vorgestellt hatten, war sie dennoch nicht. Sie brachten schier die ganze Nacht zu, um nach den leuchtenden Katzenaugen Ausschau zu halten. Und erst im frühen Morgengrauen gelang es Saron, das Vieh ausfindig zu machen. Ich hab sie! Ich hab sie! Dort in der Astgabel des Baumes sitzt das Tier. Amarin, Andiol, helft mir auf den Baum, auf dass ich nach ihr greifen kann. Die beiden sprangen herbei, halfen Saron auf den Baum und zogen darauf mit Windeseile zu der Höhle der alten Frau zurück. Hier ist deine Katze, Mütterchen. Hältst du jetzt auch dein Versprechen und lohnst unseren Dienst? Ich halte mein Versprechen. Für dich, Andiol, habe ich ein Tischtuch. Für dich, Amarin, ist hier ein Kupferpfennig. Und für dich, Saron, dieser Däumling. Lebet denn wohl, ihr guten Knappen! Und hab vielen Dank! Ihr hättet die Gesichter der drei Knappen sehen sollen, als sie mit ihren Geschenken vor einer verschlossenen Tür standen. Sie fühlten sich betrogen und Andiol schimpfte: Ein Tischtuch, ein schmutziges, rupfendes Tischtuch, das soll ein Lohn sein, dass ich nicht lache. Schön hereingelegt habt ihr uns, böses Weib! Ein Kupferpfennig soll das sein? Das ist ja nicht einmal mehr ein Pfennig, denn er ist so alt und abgegriffen, dass ihn mir keiner mehr in Zahlung nimmt. Dafür bin ich also die ganze Nacht im Walde umhergeirrt, um nach eurer Katze zu suchen? Ein schöner Dank ist das. Den Däumling hättest du dir an den Hut stecken können, du alte Hexe. Mein Daumen ist gesund. Die dumme Katze soll dir die Augen auskatzen. Aber die Tür tat sich nicht mehr auf. Die Alte blieb verschwunden. Allmählich wurde es lichter Tag und man machte sich unverrichteter Dinge auf den Weg. Man spottete immer noch über die alte Frau, als Saron urplötzlich verschwunden war. Andiol sagte zu Amarin: Wo ist denn Saron geblieben? Er ging doch eben noch zwischen uns. Hat ihn die Erde verschluckt? Oder will er uns foppen? Aber was habt ihr denn, Freunde? Hier bin ich doch, hier, zwischen euch beiden. Seht ihr mich denn nicht? Lass den Unsinn. Wie kannst du zwischen uns stehen, wenn wir dich nicht sehen? Aber es war tatsächlich so. Saron war unsichtbar. Er war regelrecht unsichtbar. Wie das geschehen konnte, wollt ihr wissen? Nun, ganz einfach. Saron hatte während des Marschierens mit seinem Däumling gespielt, hatte ihn auf diesen und jenen Finger gesteckt und schließlich auf den Daumen, hatte ihn ein paar Mal herumgedreht und schon war es geschehen. Er begriff auch sofort, als der klügste der drei Knappen, die Bewandtnis des Däumlings.
Der Däumling, Freunde, der Däumling! Die Alte hat uns doch nicht betrogen. Dieser Däumling hat die Kraft, sich unsichtbar zu machen. Ich drehe ihn um einen Daumen, so, und hopp, schon bin ich wieder da. Oh Wunder, tatsächlich, wir sehen dich. Du stehst wieder vor uns, wie vom Himmel gefallen. Aber mein Pfennig, was mag er mir wohl bescheren? Und wie muss ich es anstellen, dass er seine Wunderkraft zutage fördert? Versuche doch einmal, ihn in deiner Hand umzudrehen. Vielleicht vermehrt er sich dadurch. Nun ja, wenn du meinst, versuchen kann man es ja einmal. Amarin drehte seinen unansehnlichen Kupferpfennig in der Hand auf die andere Seite. Und was meint ihr wohl, was sich daraufhin tat? Es klappt, es klappt! Seht nur, unter dem Pfennig liegt ein Goldstück, ein echtes Goldstück! Ha, ich bin ein reicher Mann! Nun, Andjol, bist du an der Reihe. Versuche du auch dein Glück. Ich möchte wetten, dass dir das Tischtuch die schönsten Speisen beschert, wenn du es ausbreitest und danach verlangst. Andjol holte schnell das unansehnliche Tuch hervor, breitete es auf eine Wiese und sagte: Nun, ich wünsche mir einen gebackenen Karpfen, köstliche Salate und einen großen Becher Wein. Ihm fielen schier die Augen aus dem Kopf, als er zu seiner Verwunderung wahrnahm, dass das Gewünschte sich in edlem Porzellan auf dem Tischtuch ihm darbot. Sofort stürzten die drei Knappen mit einem Heißhunger herbei und ließen es sich schmecken. Danach setzten sie ihren Weg fort und kamen nach gar nicht langer Zeit zu dem Orte Astorga, wo ein prächtiges Schloss emporragte, in dem der Herzog von Aragonien residierte. Er hatte eine Frau, Uraka mit Namen, deren Schönheit im ganzen Lande gerühmt wurde. Das lustige Kleeblatt verfiel beim ersten Anblick der schönen Prinzessin in tiefes Schweigen, das Andjol als erster brach. Eine so schöne Prinzessin habe ich noch nie gesehen. Ich werde Leib und Leben daran setzen, ihre Gunst zu gewinnen. Das steht mir zu, denn ich bin der Schönste von uns allen. Streitet euch nur, ihr zwei, denn dann freut sich der Dritte, und das bin ich. Ich werde der Prinzessin den Hof machen. Nun gerieten die drei in einen heftigen Streit, der damit endete, dass Saron folgenden Vorschlag unterbreitete. Hört zu, Freunde. Wir wollen uns trennen, und ein jeder soll auf seine Art sein Glück versuchen. Eines aber wollen wir uns geloben: nie das Geheimnis unserer Geschenke zu verraten. Einverstanden? Einverstanden. So trennten sich denn die drei Knappen, und ein jeder ging seines Weges. Da geschah es, dass Andjol am Königspalast vorbeikam und ihm plötzlich der Koch des Herzogs vor die Füße fiel. Der Herzog schrie ihm nach: Du unnützer Koch, du Suppenpanscher, du Milchverschütter, du Kartoffelversalzer! Zu nichts bist du zu gebrauchen, nicht einmal zum Wasserkochen! Troll dich und trete mir nicht mehr unter die Augen! Als Andjol das hörte, wurde ihm sofort klar, dass der Koch dem Herzog ein schlechtes Essen bereitet hatte. Und schon wirbelten seine Gedanken im Kopf herum. Es müsste doch ein leichtes sein, mit Hilfe meines wertvollen Tischtuches den Daumen des Herzogs zu erfreuen. Die Zeit ist günstig. Der Koch entlassen, der neue Koch bin ich. Und schon bald werde ich auch bei der Prinzessin in hohem Ansehen stehen. Unter diesem Vorsatze bat er um eine Audienz, die ihm gewährt wurde. Was? Du, alberner Knappe, willst meiner Küche vorstehen? Nicht einmal zum Kartoffelschälen würde ich dich nehmen. Gemach, hoher Herr, Gemach, man soll den Tag erst nach dem Abend tadeln. Macht doch ein Exempel mit mir. Bestellt euch das Schmackvollste, was euren Träumen entspringt, und ich will es aufs Schnellste herrichten. Wo ihr keinen Gefallen an dem Mahl findet, so lasst mich in den Turm werfen. Nun gut, das Exempel sei dir gestattet. Begebe dich in die Küche und bereite mir Pasteten von Pfauenzungen, Krammetsvögelhirn und Rebhuhneier. Machst du's nicht aufs Beste und Ergötzlichste, so sollst du im Turm bei Wasser und Brot darben. Andjol aber rieb sich die Hände. Er ließ sich die Küche zeigen, verbat sich die Anwesenheit einer jeden Person und zauberte nun mit Hilfe seines Tüchleins all die begehrlichen Dinge herbei, die des Herzogs Gaumen erfreuen sollten. Der Herzog war erstaunt über die Eilfertigkeit dieses Knappen. Mein Freund, was die Schnelligkeit angeht, so habt ihr schon gewonnen. Was den Duft angeht, auch. Und was das Essen angeht,
Das ist ja nicht zu beschreiben. Wie das schmeckt. Ihr sollt mein Leibkoch sein von Stund an. Und alle Gewalt und Herrschaft in der Küche sei euch übertragen. Mein hoher Herzog, empfangt meinen untertänigsten Dank. Ihr sollt euren Entschluss nicht bereuen. Amarin war unterdessen auch nicht untätig gewesen. Er hatte es sich in einem stillen Kämmerlein bequem gemacht und gar oft den Kupferpfennig gedreht, so dass schon etliche Beutel Gold zusammengekommen waren. Mit einem Teil davon staffierte er sich als stattlicher Ritter aus und erschien alsdann am Hofe des Herzogs. Mein gnädiger Herzog, empfangt meine Huldigung. Zum Beweis meiner Untertänigkeit lasst mich euch jeden Wunsch erfüllen, den man mit Gold bezahlen kann. Sofort meldete sich die schöne Prinzessin Uraka zu Wort. Es war schon immer mein Wunsch, edler Ritter, den Wald hinter dem Schloss in einen herrlichen Park mit Grotten, Fischteichen, Kaskaden, Springbrunnen und Bädern von paradiesischem Marmor zu verwandeln. Lusthäuser und Kolonnaden sollen darin erstehen, auf dass das Auge schier geblendet sei. Euer Wunsch wird sich in wenig Wochen erfüllen, huldreiche Prinzessin Uraka. Hier sind zahllose Säcklein mit Gold, womit alles bezahlt werden kann. Und den Tag darauf waren viele tausend Hände beschäftigt, den großen Plan auszuführen und das Ideal der Prinzessin womöglich noch zu übertreffen. Und eines Tages war der Wald tatsächlich in den prächtigsten Lustgarten verwandelt, wie man ihn weit und breit zu suchen hatte. So war auch Amarin ein wohlangesehener Mann zu Hofe geworden. Wie war es nun unserem Saron mit seinem Däumling ergangen? Hört es selbst aus seinem Munde. Jetzt bin ich wochenlang unsichtbar umhergeschweift, habe von den verbotensten Speisen genascht und die herrlichsten Dinge gesehen. Ich will doch endlich meinen Plan verwirklichen und der schönen Prinzessin Uraka meine Liebe gestehen. So trat er dann eines Tages unsichtbar in das Schlafgemach der Prinzessin und berührte ihre Hand. Ha, wer ist da? Wer hat meine Hand berührt? Es muss jemand hier sein, denn ich spürte die Berührung sehr deutlich. Schönste Sterbliche, fürchtet nichts. Ihr befindet euch unter dem Schutz des mächtigen Königs der Feen, dem Morgon genannt. Eure Reize haben mich aus den oberen Regionen des Äthers auf die Erde hinabgezogen, eurer Schönheit zu huldigen. Seid willkommen, dem Morgon, König der Feen. Es ehrt mich tief, dass meine Schönheit euch in meinen Bann zieht. Doch ist es nicht möglich, dass ihr eine irdische Gestalt annehmt, auf dass in mir auch die Liebe erweckt werde? Wisset, schöne Prinzessin, dass es wohl in meiner Macht steht, mich zu verkörpern und in Menschengestalt mich euren Augen darzustellen. Aber eine solche Erniedrigung ist unter meiner Würde. Der knappe Saron wusste sehr wohl, was er sagte, denn ihm war klar, dass die Prinzessin Uraka sicher tief enttäuscht gewesen wäre, wenn plötzlich der König der Feen in Gestalt eines einfachen Knappen vor sie hinträte. Er hatte einen anderen Plan. Es hatte ihm schon immer ins Auge gestochen, dass sein ehemaliger Kumpan Andiol, jener mit dem Tischtuche, beim Herzog in so hohen Ehren stand. Als der Herzog wieder einmal ein seltenes und erlesenes Mittagsmahl bestellte, schlich er unsichtbar in die Küche und fügte dem Essen so viel Salz hinzu, dass es ungenießbar war. Der Herzog geriet darüber in roten Zorn. »Wie kannst du es wagen, du Knappe von einem Koch, mir etwas derartiges Versalzendes vorzusetzen? Aus meinen Augen! Sperrt ihn in den Turm, auf dass er tüchtig zu darben habe!« Da saß nun der arme Andiol in seinem Turm und kaute trockenes Brot. Er wusste sich keinen anderen Rat, als sich der Prinzessin Uraka anzuvertrauen und ließ durch den Kerkermeister nach ihr schicken. Die Prinzessin willigte ein und erschien vor Andiol. Helft mir, huldreiche Prinzessin Uraka, aus diesem Turm zu entkommen. Ich will euch dafür ein Geheimnis preisgeben. Wisset also, dass die köstlichen Speisen, welche ich täglich zubereitet habe, von einem wundersamen Tischtuche stammen, welches eine Hexe mir einst geschenkt hat. Es liegt in der Küche im obersten Fach des Tellerschrankes. Aber auch jener Ritter, welcher euch jenen prächtigen Lustgarten erbaut hat, ist ein Betrüger. Er besitzt einen Kupferpfennig, der beim Umwenden Goldstücke hervorzaubert. Und solltet ihr einmal einem unsichtbaren Geist begegnen, so ist das niemand anders als mein Kumpan Saron, welcher einen Däumling besitzt, der die Kraft hat, sich unsichtbar zu machen. Der dumme Andiol! Jetzt hatte er alles ausgeplaudert und die Prinzessin brauchte nur noch zu handeln. Und sie wusste auch wie.
bei der nächsten Zusammenkunft mit Saron, der wieder unsichtbar als König der Feen bei ihr erschien, wusste sie ihn mit süßen, schmeichelnden Worten zu überreden. Seht doch, König der Feenreiche, hier steht ein Pokal mit dem prächtigsten Wein. Gewährt mir die Gnade eures Anblicks nur für einen kurzen Augenblick, auf das ich mit euch anstoßen kann. Es ist mir egal, in welcher Gestalt ihr erscheint, und wäre es auch nur als einfacher Knappe. Saron konnte nicht widerstehen, mit der schönen Uraka ein Gläschen Wein zu trinken. So drehte er denn an seinem Däumling und stand als Knappe vor der Prinzessin. Diese reichte ihm einen Becher Wein, der mit einem Schlaftrunk gewürzt war, und es dauerte gar nicht lange, so sank der knappe Saron auf einem Divan nieder und verfiel in einen tiefen Schlaf. Uraka aber triumphierte. So, mein lieber Knappe, her jetzt mit dem Däumling, flugs über meinen Daumen gestülpt, herumgedreht und schon bin ich nicht mehr zu sehen. Jetzt werde ich zu jenem dummen Ritter eilen, der ebenfalls ein Knappe ist, und werde ihm seinen Kupferpfennig stehlen, und dann werde ich die drei Gesellen zum Tor hinausjagen. Amarin jammerte und klagte, als er seinen Kupferpfennig nicht wiederfinden konnte. Mein Pfennig, mein Kleinod, wo ist er geblieben? Habe ich ihn verloren? Habe ich ihn verlegt? Er muss doch irgendwo sein. Ich muss ihn wiederfinden, sonst ist mir mein Glück zum Teufel. Prinzessin Uraka tanzte vor lauter Freude, als sie die drei Geschenke der alten Hexe in Händen hielt. Sie fühlte sich nun als die mächtigste im ganzen Reich und legte Tischtuch, Pfennig und Däumling in eine Schublade. Aber ihr Glück sollte nicht lange dauern, denn sie wurde zum Herzog gerufen. Mir ist kund geworden, dass man in eurem Schlafgemach einen knappen Schlafen vorgefunden hat, der euch den Hof machte. Wisset, dass ich darüber derart erzürnt bin, dass ich euch aus meinem Herzen verstoßen habe und in ein Kloster stecken werde. Gnädiger Herzog, erlaubt mir, dass ich zuvor aus meinem Gemach noch einige wichtige Dinge besorge, die mir in meiner Abgeschiedenheit den Tag verkürzen sollen. Nichts da. Das Nötigste werdet ihr im Kloster vorfinden. Mein Befehl ist, dass ihr unverzüglich, ohne den geringsten Aufenthalt, fortgeführt werdet. Da half kein Flehen und Betteln. Prinzessin Uraka musste sich beugen. Sie wurde ins Kloster gesteckt, und dort hatte sie nun Zeit, über ihre Unbedachtsamkeit nachzudenken. Als die Amme am Tage darauf die Gemächer der Prinzessin säuberte, fand sie in der Schublade jene Wunderdinge, für die wohl mancher seine eigene Großmutter verkauft hätte. Sie aber dachte bei sich: Ein altes Tischtuch? Schmutzig von gewöhnlichem Rupfen? Das kommt auf den Müll. Und hier ein alter Kupferpfennig. Nichts mehr wert, ebenfalls auf den Müll. Und ein Däumling, schon ganz zerschlissen und abgegriffen. Der ist zu nichts mehr Nutze. Auf den Müll damit. So wanderten die Wundergaben der alten Hexe auf den Abfallhaufen, und kein Mensch hat sie je wiedergefunden. Der Zufall fügte es, dass sich die drei Knappen, nachdem sie zum Tor hinausgeworfen waren, auf einer Heerstraße wiederfanden. Sie beschimpften einander heftig. Ihr zwei Esel, ihr seid schuld, dass wir um all unser Glück gebracht worden sind. Nein, ihr seid schuld, denn ihr habt das Geheimnis verraten. Wir alle drei sind schuld. Denn wenn wir klüger gewesen wären, wenn wir einander nicht die Gunst des Herzogs und seiner schönen Prinzessin geneidet hätten, so könnten wir noch heute in Glück und Ansehen stehen. Lasst uns daraus eine Lehre ziehen. Hierauf beschlossen die drei Konsorten, einmütig ihren Weg fortzusetzen und ihrem ersten Berufe zu folgen und Ritter Rolands Tod an den Sarazenen zu rächen. Sie befanden sich bald am Ziel ihrer Wünsche, mitten im Getümmel des Schlachtfeldes. Ihr Schwert trank Sarazenenblut und mit Siegespalmen umlaubt starben sie insgesamt den Tod der Helden.